Auf was bist du stolz? Ich bin stolz, mit zu sein. Dass ich auf dem Weg bin, um eine selbstständige Frau zu werden. Hier in Zürich mein Umfeld geschaffen zu haben. Dass ich im Tennis schon mal eine Bronzemedaille gewonnen habe. Ich bin stolz, dass ich ein dankbarer Mensch bin. Auf meine vier Kinder. Ich war früher einiges schwerer. Ich war ungefähr um die 130 Kilo. Und ich habe nach und nach wirklich so 1 Kilo pro Woche abgenommen. Ich habe einen Uni-Abschluss und für den habe ich erkämpft. Und das war auch nicht so einfach. Auf das bin ich sicher stolz. Ich bin stolz auf meine Karriere. Auf meinen Masterabschluss. Ja, ich habe auch schon einiges erreicht und bin eigentlich so zufrieden mit meinem Leben. Und ja, also ich kann stolz sein. Ich meine, bei den einen scheitert alles. Also schon mit 16 habe ich für das Schweizer Fernsehen getanzt. Bin auf so vielen Bühnen gewesen, weltweit. Ja, und das macht mich stolz. Oh, ich bin auf vieles stolz eigentlich. Auf mein Umfeld und auf meine Freunde bin ich stolz. Auf die Menschen in meinem Leben. Ich bin stolz darauf, Freunde zu haben, die für mich durch dick und dünn gehen. Wenn ich so meine Geschwister anschaue, ich bin so stolz, die sind so cool. Auf die Willensstärke, die ich habe, auf das bin ich stolz. Auf das Leben, das ich aktuell lebe, dass ich in einem schönen Haus wohnen kann mit meinem Freund und dass wir dort ein schönes Leben haben und dass wir das geschafft haben. Viele Leute sagen das ja als Kompliment, ja, bleib so, wie du bist. Aber ich finde das eigentlich das Schlechteste, was man einem Menschen sagen kann. Und ich glaube, ich bin viel reifer, intelligenter und auch empathischer als noch vor 10 Jahren. Und auf diesen Weg bin ich stolz. Next, ich bin auf gar nichts stolz.